Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ihr seht, ich melde mich hier direkt schon vom Hobel. Und zwar bin ich heute nicht alleine unterwegs, sondern ich bin mit der Elite unterwegs. Ich bin zusammen mit Janine und Justin unterwegs. Wir fahren eine kleine Kirschblütenroute. Ja, das sind so 110 oder 105 Kilometer durch Berlin, raus aus Berlin, wieder rein und so weiter und so fort. Und ja, wie die Route so ist, wie schön sie ist und so weiter, seht ihr alles jetzt. Also ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Leute, die Materie ist heute so gut, da fliegt sogar bei dem ganzen nagelneuen Votec die Kette raus. Kann mal passieren. So, Problem solved, oder muss hier Fahrradmechaniker Thorben Geschwindigkeit zum Einsatz kommen? Löppt das oder? Was? Braucht ihr Hilfe? Klappt. Die Kette ist ganz doof runtergefallen und hat so dazwischen geklemmt. Aha. Aber wie man sieht, das hält hier natürlich uns nicht auf. Es wird hier weiter hochgetackert. Leute, was eine Aussicht. Das ist ja schon fast wie in den Alpen hier. Nur, dass man keine Berge sieht am Horizont. Ganz schön traurig hier. Das sind nur Berge. Nee, das sind keine Berge. Das sind Hügel, ja. Dieser, die weißen, der schneebedeckte. meinst du, die Plattenbauten hier vorne, die sind schneebedeckt, ja. Die sind auch von innen mit Schnee gefüllt, wenn du ganz genau reinguckst. So Leute, jetzt hier mal Real Talk. Da sind wir gerade hochgekommen. Ich bin fast ein bisschen traurig darüber, weil hier sollten wir eigentlich runterfahren. Alternativ können wir auch hier runterfahren. Und also ich sag mal, die Rentner-Edition geht jetzt hier lang. Das ist so ganz geschmeidig. Ich glaube, da geht auch der Track lang, oder? Ja. Okay, das heißt, ich werde jetzt gleich da runterfahren. We'll be right back.
Okay, Party People, ein kleines Trauerspiel hier am Rande. Das sind eigentlich alles Kirschblütenbäume. Hier, die blühen halt alle nur noch nicht. Die Temperaturen sind auch so eisig, dass ich es komplett nachvollziehen kann. So Leute, hier noch ein unkonventionelles Update. Ich habe jetzt mittlerweile 37 Kilometer weg, aber die Route will noch 77 Kilometer. Wenn die Kamera hier mal fokussiert. Das ist ganz wild, die Materie. Ganz, ganz wild. Kann ja auch jetzt sowohl an diesem schönen Votec als auch hier die noch nicht rausgekommenen Sticker begutachten. Ja, stimmt. Soll ich dir mal zeigen, oder? Na, wo ist es? Ganz wild, Leute. Ganz wild ist es. Dann würde ich mal sagen, diven wir mal weiter rein. So Leute, wie ihr seht, wir haben Kirschblüten. Also ist die Tour doch nicht so ein Reinfall gewesen, wie wir gerade eben gedacht haben. Und zwar richtig viele und richtig schön. Und zufrieden? Ja, jetzt freue ich mich endlich. Endlich ein paar Blüten. Also ist doch nicht so ein Reinfall, wie vorhin angenommen. Nein, 2 Wochen ist wahrscheinlich optimal. Ja. So nichtsdestotrotz, Leute, es wird weiter getreckert. Hier ein kleines unkonventionelles Update aus dem Cockpit. Es sind noch 55 Kilometer übrig. Wir sind gerade im Tierpark. Und ja, wir haben gerade eben ein paar Kirschblüten gesehen. Das war tatsächlich sehr schön. Aber ansonsten fahren wir sehr viel durch die Stadt. Guck mal, da ist der Rest. Ja, ansonsten, meinen Beinen geht es sehr gut. Ich glaube, euren Beinen geht es auch sehr gut. Und ja, eine Conclusion bei mir war gerade eben auf jeden Fall, ich hätte vielleicht ein Layer mehr anziehen können, aber das wird mich jetzt nicht umbringen. Ja, auf jeden Fall scouten wir jetzt nach ein paar Donuts, weil, wie ein großer Mensch mal gesagt hat, wer viel tackert, muss auch viel essen. Deswegen. Jordan, darf ich dich was bitten? Ja. Kannst du ein bisschen langsamer fahren? Langsamer? Ja. Das ist aber. Ja, ich bin ja eben schon hinterhergekommen. Das ist doch entgegen meiner Natur. Des guten Geschmacks. Ich habe hier einen Kaffee mit so einem Splash von Hafermilch. Den habe ich gerade eben auch schon mal richtig gekonnt auf meiner Hand verteilt. Und da haben wir richtig geile Donuts. 6 Stück sind es an der Zahl. Und wer jetzt aufgepasst hat, weiß, das heißt für jeden einen und irgendwer kriegt richtig viele.
Nein, die teilen wir natürlich brüderlich und schwesterlich. Jeder zwei. Ja, jeder Beste. Zwei. Damit die Kalorien, die wir jetzt verbrannt haben, auch direkt wieder in den Verbrennungsofen reinkommen. Vielen Dank an den Ehrenmann. Das ist nämlich hier so eine Plus-Minus-Rechnung ist das. Das ist Yin und Yang. Jetzt aber mit Vollgas reinbeißen, bitte. Löblich. Ja, auf das sage ich mal guten Appetit. So Leute, wir haben beschlossen, dass wir hier die Tour jetzt beenden. Die Verhockung hat eingesetzt. Passt doch, schöner, entspannter Nachmittag noch. Eben, eben. Und die Temperaturen sind auch einfach scheiße. Muss man einfach sagen. Mir ist kalt. Gegenwind. Mir ist echt kalt. Mir ist auch kalt. Ja. Deswegen war mir ein Fest. Ich gebe dir jetzt einmal die Faust. Hier gibt es auch eine Faust. Und dann fahren wir irgendwann mal, wenn das Wetter vielleicht ein bisschen besser ist, wieder zusammen. Auf jeden Fall. Also wärmer. Dann die komplette Runde. Dann die komplette Runde. Ja. Ohne, dass ich Luft verliere auf dem Vorderreifen. Du wechselst ja noch die Reifen. Ja, ja, mal gucken, wann ich das mache. Ja, das Thema Reifen ist tatsächlich ein Thema, was auf dem Tisch liegt. Also im wahrsten Sinne des Wortes, diese Reifenproblematik habe ich nach wie vor. Ich habe diese Aufnahmen hier vor, das ist jetzt schon ein paar Wochen her und ich nehme quasi jetzt gestern. Also ihr guckt das am Montag und ich habe es am Sonntag, nehme ich das gerade auf. Wow. Ja, wie gesagt, die Tour war an sich super schön. Wir hatten halt nur das Problem, dass diese Kirschblüten noch nicht blühen wollten, wie ihr gesehen habt. Wir hatten das an einer Stelle und ja, die Tour war eigentlich schon so geplant, dass man überall an den Kirschblüten vorbeikommt und eigentlich immer wieder an welchen vorbeikommt. Aber das war leider nicht so. Und es ist relativ schnell am Anfang schon klar geworden, dass wahrscheinlich die meisten noch nicht blühen werden. Und das hat sich dann ja auch so gezeigt zum Ende hin. Das war ein bisschen, ja, das hat, war ein bisschen ein Bummer, sagt man ja so auf Englisch. Aber das ist halb so wild. Die Tour war trotzdem wunderschön. An dieser Stelle auch nochmal liebe Grüße an Justin und Janine. Es hat mir richtig Spaß mit euch beiden gemacht. Ich hoffe, wir können die Tour bald mal wiederholen oder in eine andere wilde Materie reindiven. Ich bin mir sicher, da finden wir noch was ganz Schönes. Und wenn wir gerade schon vom Thema Diven reden, Leute, ihr könnt mal auf den Discord-Server reindiven. Das ist für alle interessant, die auf jeden Fall einfach in der Community connected sein wollen und vielleicht für die, die auch Bock auf eine Zuschauertour haben. Das wird irgendwann in der Zukunft, wird das mal passieren. Und ja, ich hatte heute mich auf jeden Fall mit ein paar Leuten auf dem Discord darüber unterhalten. Das heißt, Leute, falls ihr Bock habt, auf den Discord zu kommen, mit anderen Fahrradbekloppten zu quatschen, kommt einfach rauf. Wir sind alle lieb. Und für alle Leute, die meinen Kanal noch nicht abonniert haben, ich sehe euch, ihr solltet diesen Kanal abonnieren. Ich sehe, dass ihr die Videos öfters guckt und mir würde es eine Riesenfreude bereiten, wenn ihr den Kanal einfach mal auf kostenfreier Ehrenbruder-Basis abonniert. Also ich verstehe gar nicht, wo das Problem ist. Und ansonsten, Leute, war es das auch schon wieder für diese Woche. Ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche in alter Frische. Bis dahin, divet ordentlich rein, gebt ordentlich Kette, vergesst nicht noch zwei Videos von mir abzuchecken und ja, fahrt vorsichtig, Leute, immer mit Helm und so. Muss ich euch nicht erzählen. Bis denn, tschüss!